Mittwochshandel, hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und an diesem Mittwoch eine Trading-Chance im Bereich der Indizes und erstmals seit langem auf der Short-Seite. Wir haben den S&P 500 auf der Handelsliste und werden uns diesem Trade widmen, allerdings natürlich nicht ohne vorher die rechtlichen Hinweise beachtet zu haben, die auch heute wieder gelten. Ja, wir sehen hier die jüngste Entwicklung des S&P. Ging jetzt auch in den letzten Tagen nochmal deutlich nach oben. Wir sehen aber, dass hier ein wenig das Momentum verloren geht. Können wir daran erkennen, dass hier die Hochs näher beieinander liegen. Wir haben jetzt hier auch so eine sehr steile Bewegung gehabt, die direkt auch wieder abverkauft wurde. Das ist meistens dann ein Ermüdungszeichen beziehungsweise ein Zeichen dafür, dass da die Gegenwehr größer wird. Wir hatten das hier auch schon mal. Und je häufiger so etwas dann auftritt, desto stärker haben wir hier einen Momentumverlust. Es gibt zwei Einstiege. Einmal haben wir jetzt zyklisch einen Einstieg, den wir auch heute vornehmen. Also saisonal bedingt ist das jetzt ein Zeitpunkt innerhalb des Augusts, der für die Short-Seite ja, die besten Chancen bringt. Ja, da haben wir keine gigantischen Trefferquoten von 80, 90%, aber wir haben hier auf jeden Fall einen klaren Gewinnvorteil und prozyklisch haben wir hier bei Unterschreiten der 4.277, also da müsste es noch ein bisschen mehr als ein halbes Prozent runtergehen oder ungefähr ein halbes Prozent runtergehen, hätten wir ja auch prozyklisch nochmal ein Verkaufssignal. Das sind also hier die beiden Szenarien prozyklisch. Bei einem Unterschreiten des gestrigen Tagestiefs hätten wir auch nochmal ein Setup. Und umgesetzt wird das Ganze mit folgendem Produkt. Es wird ein S&P 500 Turbo Bear von der Citi gehandelt. Hebel liegt ungefähr bei 23. KG1 V49 ist die WKN. KG1 V49, Einstieg Market, Stop Loss 5 Euro und das Ziel hier sind 30 Euro. Aktuell steht das Produkt bei 18. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handel und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Ciao.